Bei Protesten gegen die Regierung in Hongkong hat es erneut Gewalt gegeben. Die Polizei feuerte Tränengas auf Demonstranten. Es flogen Steine und Molotow-Cocktails. Zuverlässige Angaben, wie viele Menschen verletzt wurden, gab es nicht. Zuvor hatten pro-chinesische Gruppen einige der sogenannten Lenin Walls beseitigt. Dabei handelt es sich um Post-it-Wände, auf denen die Protestbewegung Kommentare, Bilder oder Plakate hinterlassen hatte und die in der ganzen Stadt zu finden sind. Die Proteste in Hongkong gehen in die 16. Woche. Ursprünglicher Auslöser war ein Gesetzentwurf, mit dem Bürger leichter an China hätten ausgeliefert werden können.